Willkommen zur Lightroom CC Basic Tutorial Reihe. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Lightroom CC geräteübergreifend nutzen könnt. Grundsätzlich ist Lightroom CC dabei so designt worden, dass ihr mit jedem Endgerät die Möglichkeit habt, eure Bilder von Anfang bis zum Ende zu bearbeiten, zu speichern, zu organisieren und zu teilen. Die Smartphone- und die Tablet-Varianten unterscheiden sich hierbei im Wesentlichen durch eine angepasste Anordnung der einzelnen Werkzeuge und wenige spezifische Werkzeuge, die der Desktop-Variante vorbehalten sind, wie zum Beispiel die Upright-Funktion. Da die mobilen Apps ebenfalls mit der Cloud verbunden sind, könnt ihr euren Workflow also ganz flexibel halten. Egal mit welchem Gerät ihr euer Projekt beginnt, mit jedem anderen Gerät, auf dem ihr Lightroom CC installiert habt, könnt ihr bequem weitermachen, solange ihr mit eurer Adobe-ID angemeldet seid. Eine Besonderheit bei den mobilen Apps ist die Möglichkeit, mit der direkt in der App integrierten Kamerafunktion Bilder zu machen, welche automatisch in eure Cloud übertragen werden. Dabei spendiert euch Lightroom CC so einige Features, die in vielen Standard-Kamera-Apps nicht zur Verfügung stehen. Die intelligente Suche, welche ich euch in einem anderen Tutorial bereits vorgestellt habe, könnt ihr übrigens auch in den Apps ohne Probleme nutzen. Die Suchabfrage wird dabei über die Cloud gestellt, wo sich auch eure eigenen Bilder befinden. Somit könnt ihr auch auf einem kleinen Bildschirm schnell Ordnung schaffen.